Heute möchte ich euch zeigen, wie man Stopwatch Video Analyzer und seine Komponenten installiert. Dazu habe ich in diesem Verzeichnis die drei notwendigen Komponenten runtergeladen. Das ist einmal das Programm an sich, dann der Treiber für die Stoppuhr StopTech USB 500 sowie der K-Lite Codec, der HD-Material deutlich besser abspielen kann als der Windows Media Player. Beginnen wir mit der Installation von Stopwatch Video Analyzer. Nach dem Begrüßungsdialog kommt die Lizenzvereinbarung, die Sie dann nach dem Durchlesen bestätigen müssen. Sie können das Installationsverzeichnis wählen, den Programmordner in der Startleiste und Sie können auch auswählen, ob Sie auf dem Desktop und auf der Schnellstartleiste eine Verknüpfung haben möchten. Die Installation geht relativ schnell. Und abschließend können Sie das Programm starten mit Fertigstellen. Als nächstes installieren wir den Treiber von der Stoppuhr. Hierbei ist darauf zu achten, dass man zuerst den Treiber installiert, bevor man die Stoppuhr anschließt. Die Installation ist sehr zügig vonstatten. Hier gibt es nur einen Begrüßungsdialog und mit Finish ist das Setup durchgelaufen. Zur Kontrolle, ob die Stoppuhr jetzt funktionsfähig ist, schließe ich zuerst einmal die Stoppuhr an. Dann sehen Sie hier unten, dass neue Hardware gefunden wird. Man kann sie nun verwenden. In Stopwatch Video Analyzer gehe ich jetzt auf Stoppuhr öffnen. Die Stoppuhr wurde erkannt. Und jetzt drücke ich an der Stoppuhr den Export der Liste, die von einem oder mehreren Spielen herrührt. Und hier sieht man, dass die Installation erfolgreich gewesen ist. So, als nächstes, ich mache das Programm wieder klein. So, installieren wir noch den K-Lite Codec. Hier kann man alle Dialoge manuell noch verändern. Sie können aber auch alle Optionen so belassen, wie sie voreingestellt sind und mit Next kommen Sie dann jeweils noch einmal Next. Und nochmal. Wird dann die Installation durchgeführt, die dauert etwas länger. So. Und nun können wir auch das Video mit dem K-Lite mitgelieferten Programm, das ist der Media Player Classic, abspielen. So, das war's, was ich Ihnen hier zeigen wollte. Ich hoffe, das Tutorial war für Sie hilfreich und denke, wir sehen uns bei einem der nächsten Tutorials noch einmal wieder. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dahin.